Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe. Ich benutze Sachen, die ich schon eine Weile hier habe, aber ich teste sie mit euch erneut. Denn ihr wisst es, es ist im Moment recht schwierig, an neue, spannende Produkte ranzukommen. Und ehrlich gesagt ist das auch gerade nicht so mein Fokus. Ich habe ein paar Videos in der nächsten und Ende der Woche geplant. Aber heute geht es um Produkte, die ich vor einem Jahr oder vor mehr als einem Jahr als meine Favoriten betitelt habe. Und ich möchte heute nochmal gucken, wie funktionieren die Produkte mit meinem Gesicht, wie funktionieren die Produkte heute noch, wie funktionieren die Produkte in Angesicht der Tatsache, dass sich mein Make-up und meine Make-up-Technik ein wenig weiterentwickelt hat. Und das möchte ich heute mit euch testen. Und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Es wird bestimmt ein etwas längeres Video. Ich habe nämlich eine ganze Kiste voll mit Produkten hier. Ich setze euch auch, sofern ich sie finde, alle Produkte wie immer unten in die Infobox. Ich habe gesehen, dass ganz, ganz viele das sehr gerne mögen und auch nutzen. Deswegen möchte ich mich darauf fokussieren, euch Produkte in die Infobox zu setzen, die ich online finde. Ihr könnt sehen, ich habe in meinem Gesicht noch nichts außer Pflege. Ich habe den größten Muskelkater der Welt, weil ich Pamela Reif und ich, ne? Wir sind jetzt so und die Gute hat mir hier unten gezeigt, wo mein Körper überall Muskeln hat. Dieses Jahr stehen ja noch ein paar Fotoshootings an und da möchte ich einfach ein bisschen mich wohler fühlen in meinem Körper. Und die letzten Wochen bzw. die letzten 3 Monate dieses Jahres war eher so Burger. Naja, auf jeden Fall tut mir alles weh, auch mein Arm. Also falls ich zwischendurch eine kleine Pause mit meinem Arm machen muss. Pamela Reif ist schuld. Freunde, ihr seht, ich habe noch nichts in meinem Gesicht und das möchte ich jetzt ändern. Ich habe hier, wie gesagt, einmal die Kiste voll mit Make-up und ich möchte anfangen mit Primer. Und da habe ich vor fast einem Jahr von Catrice den Tensational Primer bekommen, genutzt. Der ist jetzt knapp ein Jahr alt, ungefähr. Und ich habe den sehr, sehr gerne genommen. Das ist auch mittlerweile schon die zweite Tube, die ich hier habe. Und davon nehme ich mir so eine kleine erbsengroße Menge rauf und ich glaube, ich komme ein Stückchen heran. Ich sitze hier so irgendwie gefühlt ganz da hinten. Ich gebe mir davon einfach ein bisschen was in mein Gesicht. Der Primer hat Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, Natural Glow, Lichtschutzfaktor von 15 und Pore Minimizing. Also irgendwie soll der alles können. Und ich mochte den sehr, sehr gern. Der gibt eurem Gesicht tatsächlich diesen wirklich wunderschönen Glow. Er ist nicht teuer. Ich weiß nicht, was er kostet. Ich weiß nicht, ob es ihn überhaupt noch gibt. Aber ich gebe euch da einen Tipp. Das habe ich schon mal gesagt. Wenn ihr Produkte aus der Drogerie habt und ihr sie nachkaufen wollt, aber es gibt sie nicht mehr, weil sie nicht mehr im Sortiment sind, schaut bei Catrice Love Essence online vorbei oder schaut bei Cosmetic for Less vorbei. Die haben meistens auch immer noch Restposten, also alte Produkte, die einfach noch nicht abverkauft wurden. Und sie sind darauf fokussiert, Produkte zu kaufen und zu verkaufen, die es vielleicht so nicht mehr gibt. Also das als kleiner Tipp am Rande. Ich möchte weitermachen mit Color Correction. Und dieses Ding, das ist eigentlich bestimmt schon abgelaufen. Steht hier was dran? Nee, steht nicht dran, aber ich schwöre, das Ding ist abgelaufen. Das ist der Becker Under Eye Brightener. Corrector. Under Eye Brightening Corrector. Soll ich das Französische vorlesen? Lieber nicht. Ich habe das früher gerne gemocht und irgendwann habe ich dann aufgehört, das zu benutzen. Warum? Ich weiß es nicht. Mittlerweile ist mein Augenproblem ja ein bisschen ein anderes. Ich habe jetzt ein paar Fältchen unter den Augen bekommen als vor 2 Jahren, was völlig in Ordnung ist und völlig normal. Man muss sich da jetzt einfach so ein bisschen rantesten. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Sache, euch so ein bisschen in diesen Prozess mitzunehmen. Ihr folgt mir vielleicht schon ein bisschen länger, manche noch nicht. Und ihr seht ja auch, wie mein Gesicht sich verändert. Das ist ja normal. Also wir bleiben ja nie so, wie wir sehen, wie wir aussehen mit 20. Ich gehe jetzt auf die 25 zu und mein Gesicht verändert sich einfach. Und ja, ich habe den orangefarbener in Erinnerung, aber er corrected sehr schön. Ich glaube, was mich damals gestört hat, war, dass der so dickflüssig, so pastig ist. Und ich weiß nicht mehr, ob man davon viel oder wenig braucht. Ich glaube eher tendenziell wenig. Aber ihr seht, er hat auf jeden Fall recht gut corrected. Mal schauen, wie der sich so mit dem Make-up verträgt. Und da habe ich eine Foundation, die ich neulich mal wieder probiert habe. Und das war auch so die Inspiration für dieses Video mit. Das ist die IT Cosmetics CC Plus Cream mit Lichtschutzfaktor 50. Auch hier, ich glaube nicht, dass es am Ende 50 Lichtschutzfaktor drin sind, die euch schützen. Aber lieber 50 in der Foundation als 10 in der Foundation. Und am Ende habt ihr hier vielleicht effektiv 20. Aber nagelt mich nicht darauf fest. Die Foundation habe ich in der Farbe Medium. Ich meine, dass die Jungs und Mädels bei IT Cosmetics
die Shade Range erweitert haben. Bei den Concealern auf jeden Fall. Da gibt es jetzt 25. Ich habe alle Farben einmal hier gehabt und habe sie euch auch schon mal gezeigt. Auch sehr, sehr gut. Ich gebe mir davon, ja, so 1, 2 Pumpstöße erstmal rauf. Ich glaube, dass sie sehr, sehr deckend war. Was ich ganz spannend finde, denn früher war für mich CC Cream immer so BB Cream. Und falls ihr mich kennt, ich nehme es an, ihr wisst, CC Cream und BB Cream ist nichts, was aus meinem Mund, geschweige denn auf mein Gesicht kommt. Aber die ist sehr, sehr gut und ich mag sie wirklich gern. Ich habe sie neulich auch getragen und es sah toll aus. Ich nehme auch passend dazu von IT Cosmetics den Heavenly Luxe Foundation Brush und fange an, mir die Foundation einmal einzuarbeiten. Color Match? Ihr schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Ich finde es so cool, dass viele von euch das Color Match noch weiter beibehalten und das einfach weiter in die Kommentare schreiben. Ich mache wie immer erstmal eine halbe Seite und man braucht von der Foundation wirklich nicht viel, also oder von der CC Cream. Ihr seht schon, ich lasse meine Augen gerade noch so ein bisschen aus. Das Schöne bei der Foundation ist, sie ist recht teuer, aber ihr braucht wirklich so wenig, dass ihr davon sehr, sehr viel habt. Und ihr werdet es merken, wenn ihr zu viel von der Foundation benutzt, dann sieht sie nicht mehr schön aus. Das ist das, was ich mir auch so ein bisschen angewöhnen musste, weniger Produkt zu benutzen. Und ich arbeite auch gerade, emotional zumindest, in meinem Kopf an einem Video mit, ich benutze so wenig Produkt wie möglich. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ich habe schon wieder vergessen, die halbe Seite zu zeigen. Also ihr seht, es hat schon einiges kaschiert. Concealer fehlt selbstverständlich noch, aber der Effekt auf der Haut ist sehr, sehr schön. Die oxidiert sich auch so ein bisschen an eure Gesichtsfarbe an. Ich habe jetzt Medium, die geht eher so ins Oliv. Es wird aber mit Sicherheit noch genug andere Farben geben. Und ich finde, bei CC Creams, BB Creams ist das mit der Farbe eh immer so zweitrangig. Ich liebe den Geruch von der Foundation und auch mit dem Pinsel. Es ist ein sehr, sehr toller Pinsel. Wenn ich den finde, setze ich euch den mal mit rein. Ich bin ja nicht so ein Fan von Foundation Brushes, zumindest von denen, die es aktuell gibt. Aber der ist gut. Der hat einen schönen Biss, wollte ich sagen. Eine schöne Density. Der ist schön gut. Wie heißt? Wow, 6.20 Uhr. Maxim hat noch kein Wort Deutsch aus seinem Mund bekommen. Also ihr habt gesehen, zwei Pumpstöße. Ich habe mein komplettes Gesicht und meinen halben Hals damit abdecken können und ich kann immer noch weiter ausbuffern. Schönes Ergebnis, sehr natürlich. Living for that. Generell, mein Make-up ist ein bisschen... Ist mein Make-up natürlicher geworden in den letzten Monaten? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Beauty Blender hier einmal rüber und nehme so ein bisschen die Foundation Strokes raus, also diese Streifen, die der Pinsel gemacht hat. Das passiert bei dem Produkt aber recht wenig. Und so sieht das Ganze sehr, 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 sehr schön aus. Freunde, bei dem Concealer war ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher. Ich meine, dass der gut war, der hat damals aber nicht so richtig abgedeckt bei mir, weil damals meine Augenringe einfach noch in einem anderen Zustand waren, als sie heute sind. Und dazu benutze ich von Milk den Flex Concealer. Der sah sehr, sehr schön auf der Haut aus. Die Deckkraft war, glaube ich, noch nicht so gut und ich mochte das Füßchen nicht, aber der Effekt auf der Haut war wirklich gut. Den hier in der Farbe Fair. Definitiv bin ich nicht fair, aber ich war auf dem Milk-Event vor einem Jahr, lass es 10 Monate gewesen sein. Und da haben wir ein paar Milchprodukte bekommen und natürlich sind da die Farben so ein bisschen off gewesen. Gib mir den hier einfach hin, der ist sehr hell. Huhuhuhu. Ich hell hier noch so ein bisschen auf und ich nehme jetzt auch den Foundation Brush und mische so ein bisschen den Rest der Foundation, den ich habe, mit dem Concealer, weil das ein bisschen natürlicher aussieht. Und fange dann schon mal an, den Concealer hier ganz leicht auszublenden am Rand und lasse den aber so ein bisschen zum Auge hin antrocknen. Ich fand, das war eine ganz, ganz spannende Idee, einfach mal so ein paar Produkte einfach erneut zu testen. Und das letzte Video hatte euch ja auch gefallen. Also sieht sehr, 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 sehr schön aus. Deckkraft könnte natürlich bei mir persönlich ein bisschen höher sein, aber für viele von euch wird das definitiv hoffentlich wahrscheinlich reichen. Ich möchte das Ganze auch setten. Nee, setten tun wir diesmal noch nicht, denn ich habe einen Cream Blush. Der ist auch von Milk. Das ist nicht Full Face Milk, aber euch hat Milk letztes Mal so gut gefallen. Und ich glaube, deswegen habe ich so ein bisschen unterbewusst ein paar Sachen rausgesucht. Das ist der Work Lip and Cheek Cream Blush. Den kann man sich auch auf die Lippen geben. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Ich nehme aber denselben Foundation Brush, gehe hier rein und ihr seht, es kommt auf jeden Fall schon ein bisschen Farbe mit ab und Cream Blushes, ihr kennt mich, das ist so krass.
Aber es hat sich bei mir alles so ein bisschen verändert. Ich probiere im Moment einfach ein paar Techniken bei mir zu implementieren, die ich mir nie vorher irgendwie angetraut hätte. Cream Blushes, ihr seht, ich benutze sehr, sehr viel Cream Contouring im Moment. Das habe ich eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Das Schöne ist, wenn ihr nicht mit diesem Stick direkt in euer Gesicht geht, könnt ihr euch den aufbauen und ihr könnt ihn euch platzieren, wo ihr wollt. Und ihr seht, der Glow ist auf jeden Fall noch da. Sieht matt im Stift aus, auf dem Gesicht, aber definitiv nicht. Huch, wieder eine Reimstunde mit Maxim Giacomo. Und nehme jetzt auch das passende Puder zu dem Concealer. Ihr wisst, ich mache das ganz, ganz gerne. Das ist auch das von Milk. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe dieses Netz ein bisschen aufgeschnitten, weil ich finde, dass das Netz nicht so gut ist. Also man kommt sonst nicht an das Produkt ran. Und ich nehme mir das Produkt auf, gehe in meinen Handrücken und sette dann. Und ich bake nicht damit. Also zum Baken finde ich das nicht so schön, weil das dann so ein bisschen clingy wird. Also es klebt sich so ran. Wenn ihr das aber nur ganz leicht macht, und das reicht ja. Also wir müssen so ein bisschen, oder ich muss davon wegkommen, dass Baking die einzige Methode ist, um einen Concealer zu fixieren. Ich hatte irgendwie immer Angst, dass das irgendwann wegrutscht. Aber da passiert nichts. Wenn ich hier einfach lang gehe und immer so ein bisschen rüber dabbe, reicht das. Das sieht genauso gut aus, wie wenn ich es bake, nur besser. Mit dem Rest gehe ich einfach hier so ein bisschen über mein Gesicht. Ich habe ja noch genug am Schwamm. Und das Schöne bei diesem Puder ist, das ist Hydrating, so ein bisschen. Also da ist irgendwas drin, haben sie auf dem Event gesagt, was euer Gesicht noch ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt. Beziehungsweise es ist kein Puder, was Feuchtigkeit aus eurem Gesicht entzieht. Das ist ja oft das Problem, dass Puder die Feuchtigkeit aus der Haut einfach noch mit rauszieht. Einfach. Ist es physikalisch oder chemisch? Osmose? Also Flüssigkeit wird rausgezogen, weil es draußen trockener ist. Wow. Hi. Und das passiert bei dem Puder nicht. Ich gehe jetzt hier einfach rüber und ihr seht, mein ganzes Gesicht ist gesettet. Es fühlt sich gut an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, trocken und muss nicht sein. Sehr schönes Hautbild. Ich hole euch natürlich auch gleich ein Stückchen näher ran. So seid ihr einmal schöner dran. Ich stelle das Ganze hier nochmal scharf. Also ihr seht, die Haut sieht wirklich aus wie Haut. Das ist eine Kombination aus allen Produkten jetzt natürlich, ne? Also unter den Augen könnte es natürlich ein bisschen deckender sein. Ich finde, dass der Color Corrector nicht so viel bei mir persönlich gemacht hat. Ich benutze da wirklich eher einen Liquid Lipstick, der nicht ganz so trocknend ist, weil ich dann wirklich ganz, ganz viel intensives Pigment habe, was das Ganze ausgleicht. Ich decke lieber Orange mit Concealer ab als Lila. Es sieht einfach ein bisschen besser aus. Aber overall das Hautbild sehr, sehr schön. Ich möchte jetzt ein bisschen bronzen, Freunde. Und da habe ich ein Produkt, was eigentlich jeder kennt. Und ich es auch neulich erst wieder lieben gelernt habe. Das ist von Benefit, die Cheek Leader Palette. Und da nehme ich einen pfiffigen Pinsel. Das ist der von Marvin, glaube ich. Und gehe in den Hoola Bronzer ganz leicht und platziere mir den einfach nur hier. Im letzten Video hatten viele von euch geschrieben, wo ist denn der Bronzer? Ich habe gar keinen benutzt. Manchmal habe ich irgendwie nicht so Lust, Bronzer zu benutzen. Und ich nehme auch hier, ihr seht das, ganz, ganz wenig Produkt auf, weil ich dieses. Das klingt immer so unglaubwürdig, wenn ich so krasse Veränderungen für mich habe. Ich mag es gerne, wenn mein Gesicht im Moment so ein bisschen saftiger ist. Ja, ich embrace meine natürliche Natürlichkeit. Und das möchte ich euch so ein bisschen ans Herz bringen. Make-up ist schön, um eine Veränderung im Gesicht hervorzubringen, aber wir wollen so natürlich es geht irgendwie dabei bleiben. Oder ich möchte gerade so ein bisschen eher natürlich mich selbst so sehen, wie ich aussehe, nur halt mit Make-up und nicht, ich schminke mir ein komplett anderes Gesicht in mein Gesicht. Was ich eine Zeit lang, bin ich ehrlich mit euch, gemacht habe, weil ich irgendwie nie so wirklich zufrieden war, glaube ich. Aber mittlerweile bin ich einfach an einem anderen Punkt, auch in meinem Kopf, wo ich sage, mein Gott, ist doch alles wunderbar. Make-up ist ja schön und gut, einfach um sich selbst so ein bisschen zu optimieren. Aber nicht, ich schminke mir eine ganz andere Person hin. Ein weiteres Drogerieprodukt, was ich habe, ist von Love, die The Glorious Palette in Pink Seduction. Auch ein tolles Produkt. Und dazu nehme ich einen Pinsel von Essence. Den gab es recht neu. Ich glaube, den gibt es sogar noch. Ich gehe als erstes in die Farbe Prismatic. Das ist dieses Rot hier. Und das tupfe ich mich hier so ein bisschen auf den Blush, einfach um den noch so ein bisschen zu intensivieren. Und der hat ganz leicht Glow mit drin. Also das ist jetzt nicht so Boom, sondern der intensiviert einfach euren Blush. Und dadurch, dass meine Base nicht so extrem gesettet ist, sieht das Ganze dann auch sehr, sehr frisch aus. Also ich finde, in der Kamera sieht mein Gesicht auch gerade sehr, sehr saftig aus. Ich liebe es. Ich nehme dann auch denselben Pinsel und gehe in die Farbe
Metal Glam. Das ist eher so ein bisschen das Güldene und das tupfe ich mich hier oben hin. Also direkt neben meine Schläfe und wenn ich mich dann drehe, habe ich den Glow hier. Schön. Meine Augenbrauen fehlen. Und auch da habt ihr gesehen, es hat sich alles so ein bisschen verändert. Weswegen ich ganz gespannt bin, wie ich mit dem nächsten Produkt klarkomme. Und da habe ich von Benefit den Ka-Brow. Ich habe den früher ausschließlich genommen. Das ist jetzt hier neuer, weil der andere war vertrocknet. Ich habe den in der Farbe 3. Das ist auch dieselbe Farbe, die ich benutze, um meine Augenbrauen mit dem Stift zu machen. Und ich nehme mir jetzt hier einen Pinsel von Luvia, einen Augenbrauenpinsel. Gehe da nur ganz leicht rein, oder vielleicht ein bisschen doller, und fülle dann so ein bisschen die Lücken aus. Okay, also es kommt noch nicht so viel Produkt raus. Es ist jetzt keine Insta-Braue, ne? Das ist jetzt hier nicht Anastasia Deep Brow Pomade, sondern. Oh, diese Haare machen mich wahnsinnig hier, diese Babyhaare. Das ist jetzt nicht so Anastasia Deep Brow Pomade, wollte ich sagen. Gibt das auch in der Drogerieversion von Rival Loves Me. Und Freunde, ich freue mich, euch verkünden zu dürfen, dass Rival Loves Me und ich in naher Zukunft zusammenarbeiten. Bring kein Produkt mit denen raus, aber ich drehe für die. Dort, bei denen. Und ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ich freue mich riesig. Das ist für mich, das ist so krass, weil ich habe meinen YouTube-Kanal mit den Produkten begonnen und jetzt darf ich mit denen zusammenarbeiten. Und da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf. Freue mich sehr, die Leute dort persönlich. Also ich kenne die Leute ja schon persönlich von ein paar Events, aber ich freue mich dort zu sein. Also Augenbrauen schön und gut. Falls ihr eine günstigere Alternative wollt, die fast noch besser ist, aber ich wollte den benutzen, weil die Augenbrauenpomade habe ich noch nicht so lange in Benutzung. Das gibt es auch von Rival Loves Me für 3 Euro. Das ist 1 zu 1 Anastasia. Das ist eher so ein bisschen natürlich. Erfüllt den Zweck, sieht gut aus. Und Freunde, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie gefällt euch meine Base? Dieses Glowy und Luminous, halb gesettet, sieht aber aus, als wäre die Foundation nicht gesettet. Ich mag es sehr, 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 sehr gerne. Und wir machen weiter mit einer Palette. Und das ist ein schwieriges Thema, weil ich habe sie euch neulich bei Instagram gezeigt, dass sie gerade reduziert ist für 22 Euro. Das ist die originale Jaclyn Hill Palette. Ich weiß nicht, welche das ist. Ist das jetzt die neue mit der neuen Formulierung? Ist es noch die alte und sie wollen die loswerden, weswegen sie die gerade reduziert haben? Ich finde aber, so einen krassen Unterschied sieht man nicht. Nagelt mich da bitte nicht fest. Für 22 Euro ist es aber immer noch eine sehr, sehr gute Palette. Sie ist dann vermutlich nicht mehr vegan. Okay, das ist wieder ein anderes Argument, aber für 22 Euro habe ich, wie viele Shades sind das? 39, 35? Ist das immer noch ein sehr, sehr guter Preis. Ich nehme jetzt auch einen Morphe-Pinsel. Ich möchte heute so ein Natural Glam machen und ich gehe in diese Farbe hier rein. Das ist die Farbe Silk Cream und die gebe ich mir in meine Crease. Ich trage jeden Tag in meinem Alltag eine Farbe in meiner Lidfalte. Aktuell ist es aus der Hatice Schmidt Palette die Farbe Sandstorm. Das ist immer diese hier und den als Blush. Ich liebe das. Das ist so ein, ja, es ist wie der Bronzer, nur etwas intensiver pigmentiert. Und ich gebe mir das einfach hier, genauso wie diese Farbe jetzt in meine Lidfalte und blende das gut aus. Und theoretisch mit einem Eyeliner, wenn man einen ziehen kann, nicht so wie ich, das einfach in die Lidfalte. Ich bin jetzt auch gleich noch in die Farbe hier unten gegangen, die ist ein bisschen dunkler. Und damit blende ich das Ganze aus und intensiviere das. Also die Palette alleine schon ist perfekt für Transition Shades. Wenn ihr euch gerne bunte Paletten kauft, fehlt oft in diesen extrem bunten Paletten Transition Shades. Und ihr könnt dann 22 Euro nochmal investieren und habt sehr, sehr viele Transition Shades. Ihr könnt aber auch eigentlich diese Palette, ich habe die früher, ich hatte früher das Dupe davon, weil ich mir die nicht leisten konnte, von Amazon. Habe ich nicht mehr, habe ich neulich aussortiert und habe die, also das war meine einzige Palette, die ich habe und ich habe bestimmt 3 Monate lang ausschließlich mit dieser Palette Videos für YouTube gedreht. Ich baue mir die Farbe hier wirklich intensiv auf, ne? Ihr seht schon, also es ist immer ein Hin und Her und Hin und Her. Ich überlege gerade, ob ich ein Video mache für Make-up Ü40 oder Make-up Ü30. Das wird mir oft geschrieben, dass ich vielleicht mal sowas machen kann und ich habe ein paar Produkte bekommen, die dafür perfekt sein würden. Also ich werde es natürlich so machen, dass es natürlich auch für Leute, die nicht 40 sind, funktioniert, weil ich weiß, ich habe halt auch eine jüngere Community, aber ich habe halt auch Leute, die schon 40 und älter sind. Und ich finde, dass die so ein bisschen vernachlässigt werden hier auf YouTube. Es gibt tolle YouTuberinnen, die sich darauf fokussiert haben, aber ich möchte
für jeden irgendwie ein Ansprechpartner sein. Und da möchte ich ein Video machen. Falls ihr darauf Lust habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich probiere das natürlich so zu machen, dass es für jeden funktioniert. Ich nehme jetzt einen etwas flacheren Pinsel und gehe in das Braun hier. Das ist die Farbe Chip. Und das presse ich mir noch weiter aufs Lid. Mir war das noch nicht dunkel genug. Und ihr seht, die Farben sind super, super deckend, super einfach auszublenden. Und ihr habt halt eine schöne Anzahl an Farben, die man einfach wirklich gut benutzen kann. Ich nehme den Pinsel von vorhin, gehe nochmal so ein bisschen in so ein etwas wärmeres Braun und blende das jetzt hier aus, einfach dass der Übergang etwas weicher wird. Und dann war es das tatsächlich auch schon mit dem Look. Also ich mag diese soften, braunen Looks am allerliebsten. Ich nehme denselben Pinsel, gehe nochmal hier in dieses Braun und gebe mir das an meinen unteren Wimpernkranz. Für mein Inner Corner nehme ich so einen Spitzenpinsel und gehe in die Farbe hier und mische sie so ein bisschen mit dem Gold hier, dass es ein bisschen natürlicher ist. Und das platziere ich mir hier hin. Und so sieht das Ganze sehr natürlich, aber trotzdem alltagstauglich aus. Ich würde einmal ganz kurz Mascara drauf machen. Sette das Ganze mit einem Setting Spray und das ist das von Catrice. Das ist das Energizing Prime Spray. Ich habe das geliebt. Das ist meine fünfte Flasche, glaube ich. Würde Mascara drauf machen und bin gleich wieder zurück. Und das, meine Lieben, ist einmal der fertige Look mit meinen alten Favoriten. Ich muss sagen, mir gefällt das Ganze sehr, 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 sehr gut. Ich habe noch ein bisschen Schwarz auf meine Wasserlinie gegeben, dass das Ganze ein bisschen intensiver ist. Und wenn man jetzt noch krasse Lashes mit drauf machen würde, ist das auch ein schöner Abendlook. Mir gefällt die Base ganz besonders gut. Ihr seht, wie krass glowy diese Base ist. Sieht gesund aus, es sieht nicht zu künstlich aus. Man sieht, dass man Make-up trägt, aber es ist ein natürlicheres Ergebnis. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt. Schreibt mir gerne einmal unten in die Infobox an, welche Favoriten ihr euch noch erinnern könnt und welches euer liebster Favorit war. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf!